Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt auch heute die Kraft, die manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft die Spieler sind auf jedem Gegner, heißt denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Mengen und alle wissen, hier ist er. Der VfR, der VfR. Und alle wissen, hier ist er. Der VfR, der VfR. Und Christian Busser. Gerrit, was bleibst du da auch stehen, ey? Diesmal eigene. Hand! Hand!
Na gut, vorher war es glaube ich abseits, oder? Ja, wer spielt im, am Boden? Pass! Frauen und Freunde freuen sich, deine Fans, sie lieben dich. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 1:5 der Endstand. Ich habe unseren gegnerischen Trainer, der Daniel Lebes, so ein bisschen beobachtet auch während des Spiels. Nach der ersten Halbzeit, da hat mir das so ein bisschen so geschienen, als ob sie da gar nicht so zufrieden waren. Sie hat da ziemlich viel auch... Das wird natürlich nur so sein, dass 5:1 gewonnen. Sie dürfen wahrscheinlich sehr zufrieden sein mit dem heutigen Nachmittag, oder? Ja, also erstmal Dankeschön. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das Tempo angeschlagen, was wir wollten. Und dementsprechend war ich sehr unzufrieden, dass die Ordnung nicht nach vorne richtig geklappt hat. Und ja, da war mir einfach zu wenig Zug drin. Wir hätten viel früher das Spiel noch mehr in den Griff kriegen sollen. Der Hall irritiert ein bisschen. Ja, deswegen bin ich ein bisschen deutlich in der Halbzeit geworden und dann hat man gesehen, die deutlichen Worte haben gereicht in der zweiten Halbzeit. Ja, für uns sah das natürlich ein bisschen anders aus. Wir sind dann nochmal rangekommen direkt nachdem die zweite Halbzeit begonnen hat. Da habe ich schon gedacht, Mensch, das wird vielleicht sogar noch was werden, weil wir wirklich erstmal druckvoll begonnen haben, dann natürlich gleich das Gegentor kassiert. Esat Karic, wie hast du heute das Spiel erlebt? Ich meine, 1:5, das ist natürlich schon eine heftige Niederlage. Erstes Hallo von meiner Seite. Gratuliere zu Daniel und seine Mannschaft zu verdienten Sieg. Über die Höhe braucht man nicht reden. Ich denke, alle haben das Spiel gesehen. Über die Fehler, die wir haben heute gemacht in diesem Spiel, Aufschlag oder beziehungsweise noch Sahne war diese in letzter Minute Rückpass von Andi, wo haben wir Glück gehabt, dass er noch keine Tore kassiert. Ich denke, in unserem Spiel einfach viel Negatives heute gelaufen, was betrifft auch unsere Torgabe vor dem Spiel. Wir haben gewusst, dass es da gegen sehr spielstarke Mannschaft als Aufsteiger. Sie stehen mit 22 Punkten auf der Tabelle Platz 8. Dass sie innerhalb Mannschaft haben sehr gute individuelle Klasse. Wir waren heute wirklich nicht in der Lage, im taktischen Bereich auch, was Daniel vielleicht war, nicht zufrieden mit seiner Mannschaft, aber ich war total unzufrieden, wie unsere Mannschaft hat sich verhalten. Hinten die Bar zu arbeiten. Wir haben immer wieder Probleme bekommen, dass im Zentrum Nummer 8, 6 oder 10, dass wir immer geschafft zum Torabschluss kommen. Und über 0-1, ich glaube, es ist überflüssig zu sprechen. Solche Tore, solche Aktionen, solche Unterklasse.
20 Vereine passieren, aber nicht in 5. Klasse in Deutschland. Das habe ich zur Mannschaft jetzt in Kabine gesagt, das habe ich angesprochen.